kann ich echt näher holen, das Ding. Moin! Ich möchte heute in dem Video mal ein bisschen auf Bekleidung eingehen, die ich so auf meinen Bergabenteuern dabei habe. Ja, was sind meine Bergabenteuer? Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin meist mehrere Tage im Gebirge unterwegs. Das bei Wind und Wetter, im Sommer, im Winter. Ja, ich bin natürlich auch im Flachland unterwegs, aber die Ausrüstung, die ich im Flachland dabei habe, ist meist sehr ähnlich. Oder wenn ich militärisch unterwegs bin, dann schon anders. Daher möchte ich es jetzt mal hier ausklammern. Im Gebirge, ja, trage ich am Körper Sachen und habe auch Sachen im Rucksack. Und auf das alles möchte ich jetzt der Reihe nach eingehen. Es gibt Sachen, die variieren natürlich sehr stark, je nachdem, welche Temperatur man so hat. Und es gibt Sachen, die trage ich fast immer. Ja, dieses Setup, was ich jetzt hier vorstelle, ist sozusagen für, ja, den Sommer. Also angefangen von Frühling, bis es wieder Winter wird, wenn ich dann irgendwie im Gebirge unterwegs bin. Man muss natürlich auch bedenken, im Gebirge sind die Jahreszeiten ein bisschen anders als im Flachland. Im Flachland ist jetzt im Juni schon alles am Grün werden. Teilweise wird es schon wieder braun weiter im Norden. Und hier, man sieht, ist noch Schnee. Gestern Abend hat es auch noch ein bisschen geschneit und im August war Schneeregen und heute Nacht waren auch nur 1 Grad. Und man merkt schon, das ist halt anders als weiter unten. Kommt natürlich auf die Höhe drauf an, wenn man jetzt auf die 3000er geht oder noch höher, ist es teilweise fast das ganze Jahr über Winter, in Anführungsstrichen. Daher ist natürlich die Ausrüstungsliste, die ich jetzt hier zeige, nicht universell für alles einsetzbar, sondern so das, was ich so mitnehme, wenn ich so bis 3000 Meter Höhe im Sommer unterwegs bin. Gut, fange ich mal bei den Schuhen an. Schuhe sind ein sehr komplexes Thema. Dazu werde ich irgendwann mal ein extra Video machen, weil es da so viele verschiedene Varianten gibt. Wichtig ist, wenn man im Gebirge unterwegs ist mit Gepäck, festes Schuhwerk. Denn die Umknickgefahr und auch die Ausrutschgefahr im Gebirge ist sehr hoch. Und da sollte man wirklich festes Schuhwerk haben mit einem guten Grip. Ich habe jetzt hier Schuhe, die eher so Richtung Trekking-Schuhe gehen. Von Hanwag die SFB 3H. Sind recht viel mit Leder. Ein bisschen Textil auch. Ich persönlich mag am liebsten noch Schuhe, die viel Leder haben. Diese Schuhe sind jetzt geeignet dafür, dass ich hier so einen Wanderweg hochgehe, hier bis rumwandere, ein bisschen über das Geröll gehe und dann hört es auch an sich schon auf. Wenn ich jetzt da hinten auf den Berg gehen möchte, wären Schuhe mit einer Climbing Zone, also vorne mit einer Kletterkante, nochmal schöner, vielleicht auch steifere Schuhe, weil es dann doch einfacher ist, auf kleinen Leisten und auf kleinen Kanten und Tritten zu stehen. Ja, man merkt schon, es kommt doch genau darauf an, was man macht. Fürs normale Wandern hier mit Rucksack reichen fast alle Schuhe, die man so hat. Es empfiehlt sich, Schuhe zu nehmen, die wasserdicht sind. Am besten vielleicht vor der Tour auch nochmal wachsen, denn wenn die Schuhe nass werden und man kriegt sie über Nacht nicht trocken und muss dann noch weiter aufsteigen oder dann später absteigen am nächsten Tag und hat nur nasse Füße, ist schwierig. Ja, wenn es dann ein bisschen alpiner wird, also wenn ich wirklich höher hinaus will, eben Schuhe mit Climbing Zone vorne, da habe ich von Salomon den X-Alp Mountain zum Beispiel. Oder wenn ich es nochmal ein bisschen fester haben möchte und auch wieder Vollleder, das wirklich auch schön gewachsen werden kann und dicht ist, nehme ich im Normalfall meine Hanwag Centauri. Die kann ich aber auch fürs Eisklettern nutzen. Und das ist dann halt schon echt recht schwerer Bergschuh. Ja, als Socken nutze ich hauptsächlich Merino-Socken. Das ist auch alles so ein Thema. Da gibt es Leute, die empfinden Merino als unangenehm oder bei denen geht es einfach nicht. Ich persönlich trage am liebsten Merino-Socken. Es gibt zum Beispiel Armadillo Merino, es gibt Woolpower, es gibt Point Six heißen sie, glaube ich. Es gibt verschiedenste Hersteller inzwischen, die Merino-Socken anbieten. Ich finde Merino sehr cool, weil es vom Gefühl am Fuß angenehm ist. Es fühlt sich auch, wenn man schon lange unterwegs ist, finde ich weich an und fluffig und nicht wie die dienstlich gelieferten Bundeswehrsocken, die zwar auch Schurwolle drin haben, aber dann nach einiger Zeit sich wirklich filzig und hart anfühlen. Und Merino-Socken haben auch die Eigenschaft, dass sie relativ angenehm warm halten, auch wenn sie ein bisschen geschwitzt sind. Und die Geruchsentwicklung hält sich in Grenzen. Ich habe Füße, die viel schwitzen. Daher, die riechen eh früher oder später. Aber wenn ich persönlich synthetische Socken anziehe, dann sind meine Füße die Hölle auf Erden. Ja, ich habe dann zu dem Paar, das ich noch trage, ein weiteres Paar dabei. Das ist dann im Rucksack als Ersatzsocken. Dass, wenn meine Füße doch mal zu nass sind und ich mal ein frisches Paar Socken brauche, dass ich die dann einfach wechseln kann. Dann weiter. Als Unterhose trage ich am allerliebsten auch Merino-Unterhosen. Nur ich persönlich habe das Problem, dass meine Hüfte im Verhältnis zu meiner Oberschenkeldicke wohl ein bisschen zu schmal ist und meine Oberschenkel fast die ganze Zeit aneinander reiben.
auch im Alltag, eigentlich alle Unterhosen geben irgendwann den Geist auf. Das sind vielleicht auch Infos, die ihr nicht wissen wollt. Und scheuen sich halt in der Mitte durch. Ja, da nutze ich auch teilweise dann synthetische Unterhosen. Von Nike Pro zum Beispiel oder Under Armour. Die halten gefühlt länger. Ja, aber lieber Merino. Jetzt gerade habe ich auch eine Merino-Unterhose an von Armadillo. Nee, diese ist von Aclima, glaube ich. Und da ist halt auch das Schöne, dass der Geruch sich in Grenzen hält. Und auch wenn man mal ein bisschen feucht untenrum wird, durch Regen, durchs Hinsetzen oder sowas, bleibt das Klima untenrum angenehm. Bei den synthetischen Hosen ist es Schöne, im Sommer, wenn es wirklich richtig warm ist, die trocknen sehr schnell. Und das ist halt dann wirklich ein Vorteil. Da kann ich teilweise dann mit der synthetischen Unterhose in den Bergsee springen, da rumbaden. Gut, ich kann das auch nackt machen, aber manchmal ist es schöner, wenn man bekleidet ist, wenn viel los ist. Und kann dann einfach die normale Wanderhose drüber ziehen. Und weil die synthetische Unterhose so schnell trocknet, kann ich die einfach anlassen, im Normalfall. Aber synthetisch ist wieder das mit der Geruchsentwicklung. Die ganzen synthetischen Bekleidungssachen sehe ich eher als Sportbekleidung. Zumindest das, was man direkt auf der Haut trägt. Und ja, im Gebirge muss man eben wissen. Also am liebsten auch da Merino. Dann als Hose. In den meisten Fällen eine Softshell-Hose. Diese ist jetzt von Klittermusen. Ich sage jetzt hier alle Markennamen dazu. Nicht, um das zu einem Werbevideo zu machen, sondern dass es nachvollziehbar ist. Und dass auch hier du dich gerade ein bisschen orientierst. Einfach mal gucken kannst und suchen kannst, was es so gibt. Also von Klittermusen eine Hose. Relativ robustes, synthetisches Material. Und hat auch Lüftungsreißverschlüsse. Ich habe aber auch teilweise von Mammut die Runbolt Pants, heißt die, glaube ich. Eine sehr dünne Softshell-Hose. Ja, synthetisch, Geruchsentwicklung nicht optimal, aber es sitzt nicht direkt auf den Genitalien oder direkt in den Achseln. Und von daher geht's an sich. Warum da synthetisch? Wegen fast dem gleichen Grund wie eben gerade bei der synthetischen Unterwäsche. Das schnell trocknen. Das ist im Gebirge sehr wichtig, dass das Material schnell trocknet. Und von daher sind eben synthetische Hosen so gesehen am besten geeignet. Ich bin auch schon mit Mischgewebehosen unterwegs gewesen, wo auch Baumwolle mit drin ist, so wie man es halt kennt, eine normale Feldhose oder sowas. Und wenn die einmal nass werden, im Sommer werden sie wieder trocken, aber wenn es dann so ein bisschen vom Wetter ist wie jetzt, hat man am Anfang der Tour eine nasse Hose und am Ende der Tour, wenn man im Auto ankommt, auch wenn es nicht die ganze Zeit regnet, hat man immer noch eine nasse Hose. Und das ist halt nicht so schön. Und vor allem die synthetischen Hosen sind teilweise sehr leicht. Diese hier von Klettermusen jetzt nicht, die von Mammut, die ich erwähnt habe. Diese Runbolt, die wiegt, glaube ich, nur 300 Gramm. Und hat man eine vollwertige Hose. Ja, als Gürtel habe ich jetzt einen ultraleichten Laminatgürtel, der wirklich nur sehr dünn ist, nicht viel aufträgt, keine Druckstellen bildet. Und da ist der Saum der Hose dicker als der Gürtel. Und da gibt es alle möglichen von verschiedensten Herstellern, die eben einfach sehr dünn und schlank sind und einfach nur die Hose hochhalten. Nichts Großes, nichts Schweres. Wenn ich was brauche zum Abseilen oder um mich zu sichern oder sowas, nehme ich einen extra Gurt mit. Da gibt es auch sehr leichte alpine Gurte, die nur um die 150, 200 Gramm wiegen. Und die kann man dann auch mitnehmen. Da habe ich den von Blue Ice. Ich kann den Namen gerade leider nicht sagen. Das ist eben sehr leicht. Aber jetzt diesmal nicht dabei, weil ich nichts mit Felsen mache. Also nichts mit Abseilen, nichts mit Klettern. Oh, Entschuldigung. Ja, dann obenrum. Ein Shirt. Man sieht, es ist schwarz, es ist aber auch Merino-Wolle. Am liebsten trage ich langärmliche Shirts. Also das geht wirklich bis hier vorne. Hat auch noch eine Daumenschlaufe. Kannst hier sehen. Und so habe ich eben guten Schutz vor Sonne. Selbst im Sommer, wenn die Sonne richtig runterballert, habe ich meist einen Longsleeve an. Longsleeve, lange Ärmel. Weil dieses Eincreme mit Sonnencreme kann besonders, wenn man den Griff von den Fingern braucht, also beim Klettern zum Beispiel, sehr nervig sein. Und wenn man dann schon leichten Sonnenbrand hat, irgendwann früher oder später was passieren kann, dann ist es sehr schön, wenn man das mit dem Stoff, mit einem weichen Merino-Stoff abdecken kann. Und daher eben Longsleeve kann Sonnenbrand verhindern und wenn man schon Sonnenbrand hat, die Haut weiterhin schonen. Ebenfalls kann man die Temperatur wirklich sehr gut einstellen. Also wenn ich mich bewege, merke, oh, meine Arme werden ein bisschen zu kalt, mache ich die Ärmel lang. Wenn ich merke, oh, jetzt ist es echt warm, krempel ich so hoch und kann so eben meine Temperatur ziemlich gut regulieren. Das Ganze ist auch sehr dünn, in diesem Fall jetzt mit Kragen, dass wenn es mal kälter ist, dass ich auch ein bisschen meinen Nacken warm halten kann.
im Sommer, wenn die Sonne richtig runterballert, Vorteil, dass der Nacken ein bisschen auch vor Sonne geschützt ist. Ja, und das war es auch eigentlich schon von der Unterwäsche obenrum. Ein Ersatzshirt nehme ich in der Regel nicht mit. Habe ich eine Zeit lang gemacht, aber an sich brauche ich es seltenst, weil ich trage meist die Bekleidung so lange am Körper, bis sie wieder trocken ist. Und Merino ist auch noch angenehm zu tragen, wenn es ein bisschen feucht ist. Und es trocknet dann im Regelfall durch die Körperwärme. So handhabe ich es zumindest meistens. Und im Worst Case, wenn das Shirt mal komplett nass sein sollte, kann ich es weglassen und ziehe dann die Schichten drüber, die jetzt kommen. Hier sieht man schon eine sehr leichte Softshelljacke. Also wirklich ein dünnes Material, hat kein Vlies innen drin, sondern einfach nur so ein dünnes Softshell. Ähnlich wie die Mammuthose, die ich erwähnt habe. Und das schützt eben zuverlässig vor Wind. Die hat auch eine Kapuze dran. Schützt so als wirklich zuverlässig, auch wenn ich einen Kletterhelm drunter habe, vor Wind von allen Seiten. Und auch wenn ich mich bewege und stark schwitze, kann ich die Jacke anhaben, weil sie kaum isoliert. Und das ist für mich sehr wichtig. Es gibt nicht eine Jacke, die jetzt für alles passt. Weil wenn es windig ist und ich körperlich angestrengt bin und schwitze, aber Schutz vor Wind brauche, kann ich diese Jacke tragen und schütze mich vor Wind. Und die Jacke atmet noch so stark, dass ich nicht irgendwie mich noch voller schwitze als eh schon. Diese ist jetzt von Black Diamond, Alpine Start Hoodie nennt sich diese Jacke. Da habe ich auch einen Bericht im Blog zu und finde ich sehr geil. Also die nutze ich im Hochsommer sowie auch im tiefsten Winter. Im Winter dann auch mit einem dünnen Merino-Shirt oder mit so einem Netz-Shirt von Brünje drunter und dann beim Eisklettern bei starker Aktivität, wenn man trotzdem Schutz vor Wind braucht. Also das ist ein sehr funktionaler Layer, den nutze ich eigentlich genauso häufig wie die Hose, außer es ist richtig warm und kein Wind, dann ziehe ich die aus, ist recht kompakt, stopfe ich die irgendwie an den Rucksack ran oder innen rein und super. So, jetzt wollte ich eigentlich eine schöne Reihenfolge machen, habe es doch verkackt, aber na gut. Erstmal, wenn es richtig regnet, zum Beispiel gestern hat es recht stark geregnet, als ich los bin, braucht man natürlich richtigen Nässeschutz. Denn so eine Softshelljacke, die schützt vor so ein paar Tröpfchen vielleicht und hauptsächlich vor Wind, aber nicht vor richtigem Regen. Bei richtigem Regen braucht man eine Hardshelljacke. Also es ist eine Jacke, die eben richtig vor Regen schützt, die wasserdicht ist. Und am besten mit einer Membran, dass er auch atmet. Man muss wissen, das heißt zwar immer atmungsaktiv, aber es ist trotzdem weniger atmungsaktiv als Jacken, die keine wasserdichte Membran haben. Weil das hier atmet sehr gut und dieses Gore-Tex ist zwar auch atmungsaktiv, aber eben atmungsaktiver als komplett gummierte, dichte Sachen. Also es kommt schon was durch an Feuchtigkeit nach außen. Also wenn ich die Jacke trage im Regen oder dann, wenn nur noch Wind ist, dann kommt schon noch Feuchtigkeit nach außen, aber nicht so schnell wie bei der. Aber wenn es stark regnet, dann will man sich ja richtig vor diesem Regen schützen, der runterkommt. Dann braucht man eben so eine Regenjacke. Das ist jetzt von Carinthia die PRG. Meine ich, Professional Rain Garment, ist eine relativ einfache, dünne Gore-Tex-Jacke. Also nicht nur eine Lage eine Lage Gewebe, das eben wasserdicht ist. Es wärmt nicht großartig und nichts, aber genauso wie ich das haben. Stichwort Zwiebelschalenprinzip. Sie hat eine Kapuze, die ich mir schön festmachen kann, dass auch hinten kein Regen reinkommt, meine Kopfhaut und so nicht alles durchsaugt und durchweicht. Und Taschen vorne, dass wenn ich irgendwie Kopfbedeckungen wechseln muss, dass ich die da auch unterbringen kann. Ganz wichtig finde ich bei Regenbekleidung Lüftungsreißverschlüsse. Die hat jetzt auch einen Reißverschluss in der Achselhöhle, den ich schön weit aufmachen kann, dass ich da ordentlich Luftzirkulation habe. Denn kein Gewebe atmet so gut wie ein offener Reißverschluss. Ich muss leider ab und zu mal gucken, ob mein Audio noch aufnimmt. Ja, und was ich vergessen hatte, gerade bei den Hosen, ist genau das Gleiche eigentlich für die Beine. Und zwar eine Gore-Tex-Hose, eine Regenhose. Bei Regenhosen gibt es relativ günstig nicht atmungsaktiv. Also wenn es dann irgendwie ein PU-beschichtetes Gewebe ist, die atmen dann gar nicht. Außer sie haben vielleicht noch Lüftungsöffnungen. Aber manchmal will man sich komplett zumachen und geschützt sein. Und ja, wenn man so viel schwitzt wie ich, ist man darauf angewiesen, dass man wirklich was Atmungsaktives hat. Es gibt Personen, die schwitzen deutlich weniger als ich. Die kommen vielleicht mit was nicht so Atmungsaktiven aus. Ich persönlich brauche was Atmungsaktives. Da habe ich jetzt von Arc'teryx die, oh Gott, Alpha Pant LT.
ich glaube Alpha Pent LT ist er, diese ganzen Namen, die kann man sich irgendwann nicht mehr merken, ist halt aus einem recht dünnen Gore-Tex gemacht, ähnlich wie die Jacke von Carinthia, ist in einem anderen Farbton und die kann ich eben über meine Hose, die ich anhabe, drüber ziehen. Wenn es also richtig schüttet und sonst das Wasser auch in die Stiefel reinläuft und sonst was, kann ich diese Hose drüber ziehen. Die hat seitlich einen wirklich sehr großzügigen Reißverschluss und so kann ich mit Stiefeln in die Hose reinsteigen, Reißverschlüsse rechts und links wieder zumachen und meine Beine sind vor Nässe geschützt und auch vor Wind. Aber an sich schützen diese Softshell-Hosen eh schon ein bisschen vor Wind. Ja, also auch nochmal eine Regenhose. Ja, eine Regenhose hatte ich lange nicht dabei. Und das ist auch die Sache, man braucht sie an sich theoretisch nicht so oft. Man guckt ja fast immer, dass das Wetter, wenn man losgeht, halbwegs passt. Nur wenn es mal richtig schüttet, man hat keine Regenhose dabei und man hat noch ein paar Tage vor sich, kann das richtig räudig werden. Ja, ich würde jetzt sagen, die Regenhose ist nicht so wichtig wie die Regenjacke, aber früher oder später sollte man sich am besten schon auch eine Regenhose zulegen und die dann auch irgendwie im Rucksack halbwegs griffbereit haben. In meinem großen Selbstgenähten habe ich die zum Beispiel seitlich in den Seitentaschen, dass ich da immer rankomme und dann die schnell anziehen kann. Okay, wieder zurück zum Oberkörper. Sieht man mal. Ja, wenn es kalt wird. Bis jetzt habe ich ja nichts, um mich wirklich vor Kälte zu schützen. Also wenn ich ankomme zum Beispiel und bin durchnässt oder ich mache eine Pause und brauche irgendwie Schutz vor der Kälte oder auch nachts, wenn ich noch ein bisschen rumsitze. Ja, dann brauche ich eben eine Isolationsjacke. Ja, Thema Isolationsjacke ist auch wieder sehr komplex und das ist auch ein Artikel, der sehr stark schwankt, ganz abhängig von der Temperatur, in der man unterwegs ist. Im Winter nehme ich eine dicke Carinthia Mic zum Beispiel mit, die bis minus 15 Grad geht, die dann auch nur gewisserweise vor Nässe schützt und die ist dann wirklich so ein richtiger Bomber, den man trägt und auch verhältnismäßig schwer. Ja, wenn es eine leichte Tour ist und ich weiß, es ist warm, weil man kann sich ja vorher erkundigen. Ich wusste jetzt heutzutage oder jetzt gerade diese Tage, die ich jetzt unterwegs bin, jetzt nicht ganz so warm, habe ich eine relativ dicke Jacke dabei. Und wenn es halt wärmer ist nachts, dann nehme ich zum Beispiel Carinthia TLG mit. Das ist nur so eine leichte Isolationsjacke. Und das kann man dann auch kombinieren mit der Windjacke und auch mit der Regenjacke und kann sich so eben warm halten. Jetzt, ja, heute Nacht nur 1 Grad. Gestern Nacht war ich weiter unten, da waren es 5 Grad, meine ich. Von Arc'teryx, die Cold WX. Ist eben auch eine Jacke, die ist relativ groß, dass ich sie über alle anderen Bekleidungsschichten, die ich so anhabe, drüber tragen kann. Und die schützt zuverlässig vor Wind, schützt auch ein bisschen vor Nässe. Das ist praktisch an der Jacke und hält eben warm. Ja, was mir bei der nicht so gut gefällt, sie hat einen recht niedrigen Kragen. Daher habe ich noch so einen Schlauchschal dabei von Arc'teryx. Habe ich vom Tackwerk ganz beiläufig erwähnt, auch die Jacke. Und den kann ich dann noch anziehen, dass mein Hals eben noch warm bleibt. Bei anderen Jacken, bei der Carinthia Mic zum Beispiel, hat man auch noch einen recht hohen Kragen. Brauche ich das nicht unbedingt. Aber hier bei der auf alle Fälle sinnvoll. Und so kann ich mich eben schön vor der Kälte schützen. Und auch wenn ich ein bisschen feucht geschwitzt bin, kann ich die oben drüber ziehen. Und dann kann ich mich durch die Körperwärme trocknen. In den meisten Fällen. Okay. Gut, Hals, diesen Rundschal habe ich gerade erwähnt. Jetzt kommt es zum Kopf. Ja, ich habe jetzt eine Cap an, eine ganz normale aus Mischgewebe mit Baumwolle drin. Wenn die feucht ist, bleibt die lange feucht. Also gestern hat es geregnet und die ist gefühlt immer noch ein bisschen klamm. Vorhin hat schon mal die Sonne geschienen, da ging es dann wieder. Ja, eigentlich habe ich von Arc'teryx eine, so eine leichte, die man falten kann, in die Hose packen kann. Aber die habe ich wohl entweder verlegt oder irgendjemand hat mir die stibitzt. Ich weiß es nicht. Ja, das also als Kappe, wenn es warm ist, wenn ich Schutz vor Sonne brauche, hat man schönen Sonnenschutz, klar, ergänzend die Sonnenbrille, die jetzt für mich nicht als Bekleidungsstück zählt. Wenn es jetzt kälter wird, denn über den Kopf kann man auch sehr gut die Temperatur regulieren, habe ich hier so eine dünne Merino-Mütze. Man merkt schon, Merino mag ich sehr gerne. Ist wirklich sehr dünn und hält auch ein bisschen warm. Ja klar, wenn es jetzt wieder kälter ist, dann nehme ich eine dickere mit. Am beliebtesten auch aus Merino-Wolle. Gibt es von Woolpower eine zum Beispiel. Oder wenn es noch kälter wird, habe ich so eine selbstgestrickte von meiner Freundin. Die hat das richtig schön gemacht. Und die hält dann auch ordentlich warm. Jedoch sind die sehr atmungsaktiv, weil es eben einfach nur Wolle ist. Und schützen nicht vor Wind. Hat den Vorteil, es atmet, man schwitzt nicht so viel. Aber wenn es richtig windig ist, pfeift der Wind dadurch. Und dann kann ich entweder mit dieser Kopfbedeckung hier kombinieren oder ich trage die alleine. Ja, was ist das?
Das hier ist von Arc'teryx, der Trino Beanie, glaube ich. Und da handelt es sich, ähnlich wie beim Radsport, wenn es nicht sogar vom Radsport ist, um eine winddichte Mütze. Aber die ist auch sehr dünn. Also die dienstlich gelieferte von der Bundeswehr zum Beispiel ist auch eine Fließmütze, die außen, ja, die relativ winddicht ist, aber innen drin trotzdem noch so einen Fließ hat und dann relativ dick ist und wieder zu viel isoliert. Und wenn ich in Bewegung bin und der Wind pfeift, vor allem wenn es richtig kalt ist, und der Wind pfeift, will ich teilweise nur den Schutz vom Wind haben und nicht die Isolation, weil warm genug ist es mir ja eh. Und daher habe ich noch diese dünne, winddichte Mütze. Klar, die Mützen kann ich auch teilweise kombinieren, wenn es nötig ist, aber so fahre ich ganz gut. Klar, der eine oder andere wird jetzt denken, oh, so viel Mützen, viel zu viel. Ja, ich möchte hier natürlich keine universelle Lösung bieten. Das ist das, was ich jetzt so über die Jahre an Erfahrung gesammelt habe und wie ich es bei mir so eingependelt habe. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Setup, wie ich es so nutze. Ja, dem einen oder anderen wird es auch aufgefallen sein. Handschuhe habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Jetzt bei dem Wetter so nutze ich keine Handschuhe. Manchmal dünne Merino-Handschuhe und erst ins Kälter wird, nehme ich Handschuhe mit. Aber ich denke, zur Bekleidung bei tiefen Temperaturen werde ich in der Zukunft mal ein Video machen. Schreib mir gerne unten die Beschreibung. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wenn du dazu was sehen möchtest. Dann überlege ich mir das mal. Okay, das Video ist jetzt auch echt lang geworden. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Vergiss nicht, meine anderen Videos anzuschauen. Gib mir gerne ein Like, wenn du magst. Und abonnieren kannst du mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hab ich irgendwas vergessen? Ich hoffe es nicht. Wäre doof.